Shake hands mit der Bundeskanzlerin. Hochrangige Vertreter aus Industrie und Handwerk sind der Einladung gefolgt zu Wirtschaftsforum und Wirtschaftsempfang 2015 der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Meine Damen und Herren, der heutige Kongress und der heutige Empfang leistet etwas, was ja in der sozialen Marktwirtschaft ganz wichtig ist. Ludwig Erhard hat von Anfang an diese soziale Marktwirtschaft als ein Projekt auch des Vertrauens angesehen. Das heißt, die Basis unseres Dialogs muss Vertrauen sein. Vertrauen darin, dass Sie uns sagen, wo der Schuh drückt und wo natürlich dann die Dinge auch irgendwann so sein können, dass man nicht mehr in Deutschland investiert. Und da haben wir Verantwortung. Aber auch Vertrauen in uns, dass wir politisch natürlich die Verantwortung für 80 Millionen Menschen haben und schauen müssen, dass diese Gesellschaft zusammenhält, weil eine zusammenhaltende Gesellschaft wieder für Sie auch eine berechenbare Basis des Arbeitens ist. Es geht um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands und damit um den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger. Wesentliche Themen sind der Fachkräftemangel, die Energiewende, das für die Exportnation Deutschland wichtige Freihandelsabkommen TTIP und die Digitalisierung der Wirtschaft. Ob wir es Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft 4.0 nennen, es ist nicht die Frage, ob es kommt. Es wird kommen. Es ist die Frage, wie schnell es kommt. Und wir müssen es alle gemeinschaftlich in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Industrie unterstützen, damit wir schneller sind. Denn es ist heute in dieser Gesellschaft und in dieser Wirtschaft so, dass also nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Aber auch kritische Töne in Richtung des Koalitionspartners klingen an. Wenn Sie das Thema Mindestlohn nehmen, auf das Sie ja wahrscheinlich angespielt haben eben, und die Bundesministerin, die Zuständige, erklärt, nur 1% ist vielleicht nicht so ganz korrekt im Umgang mit dieser Angelegenheit, aber um die 99% anderen zu schützen, müssen wir diese Kontrollen durchführen. Ich sage Ihnen im Namen dieser 99% anderen, lasst uns davon in Frieden. Wir brauchen das nicht und das ist für uns das Wichtigste. Unionsfraktionschef Volker Kauder betont, dass in einer Koalition nun mal auch Kompromisse gemacht werden müssten. Bei allen Gesetzesvorhaben der Großen Koalition habe sich die Union dafür eingesetzt, dass sie auch für die Wirtschaft vertretbar bleiben. Damit das auch mal gesagt wird, wir haben ein gigantisches Programm aufgelegt zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und zur Förderung des Handwerks mit 2,5 Milliarden Handwerkerbonus, der von der Steuer abgesetzt werden kann. Und ich finde, das muss man auch mal auf der Habenseite sagen. Man kann viel über die Koalition lästern aus Sicht der Wirtschaft, aber man muss auch mal die Dinge sagen, die gut gelaufen sind. Zurzeit gehe es der deutschen Wirtschaft richtig gut. Damit das auch so bleibt, betont BDI-Präsident Grillo, müssten aber auch künftig die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Mit Ihrem Wirtschaftsforum und dem Empfang reichen Sie uns die Hand zum Dialog. Dialog ist auch nicht mit der Hand, sondern mit dem Mund. Aber wir nehmen die Hand gerne an und wir ergreifen sie gern. Und wir stehen hier bekannterweise heute oberhalb des Plenarsaals. Lassen Sie uns nicht nur für heute Abend, sondern auch in Zukunft mehr über Wirtschaft und Gesetzgebung diskutieren, damit Sie unten, da unten im Plenarsaal, gute Gesetze für Unternehmen, Arbeitsplätze und Wohlstand beschließen. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein zentrales Problem für die Wirtschaft ist die Demografie. Deutschland altert schnell. Wir brauchen aber junge Fachkräfte. Darüber müssen wir diskutieren. Ein weiterer Punkt ist die Energie. Energiekosten dürfen nicht weiter steigen, denn wir stehen im internationalen Wettbewerb. Und gerade die meisten Firmen, die wir in Deutschland haben, haben Druck aus dem internationalen Wettbewerb. Und wenn woanders die Energiekosten deutlich niedriger sind, ist das ein Problem für den Standort.